Brot mit Olivenöl ist eine beliebte Kombination für ein klassisches mediterranes Frühstück. Doch ist das tatsächlich gesund? Nimmt man damit nicht zu, empfiehlt es sich, damit in den Tag zu starten. Die Antwort auf all diese Fragen ist einfach. Du kannst Brot mit Olivenöl bedenkenlos essen. Denn es handelt sich um eine gesunde Kombination, mit der die physische und mentale Leistungsfähigkeit verbessert werden kann. Anschließend findest du 5 Gründe, warum auch du eine Scheibe Vollkornbrot mit einem Löffel extra nativem Olivenöl in dein Frühstück einbauen solltest. Wenn du morgens wenig Zeit hast, solltest du nicht daran zweifeln, Brot mit Olivenöl. Ein Stück Obst und ein Kaffee ist immer eine perfekte Wahl. Lesetipp 6 erstaunliche Rezepte, Sandwich ohne Brot. Auch wenn du am Vormittag Hunger bekommst oder zwischendurch etwas Gesundes essen möchtest, ist diese Kombination zu empfehlen. Dabei solltest du jedoch verschiedene Aspekte berücksichtigen. Anschließend erklären wir dir, warum diese Kombination so gesund ist. Dieses Brot schmeckt nicht nur lecker. Es liefert dem Organismus auch wichtige Nährstoffe, Kohlenhydrate, Vitamin B1, B2, B6 und B9, Eisen, Magnesium, Zink, Kalium und keine gesättigten Fettsäuren. Das Öl aus gepressten Oliven ist ein natürlicher Schatz für die Gesundheit, insbesondere für das Herz und die Arterien. Die darin enthaltenen einfach und mehrfach ungesättigten Fettsäuren sind gesund und regulieren den Spiegel des schlechten Cholesterins LDL. Darüber hinaus enthält Olivenöl viel Vitamin E, das im Kampf gegen Atherosklerose hilft und den Blutdruck reguliert. Mit dem köstlichen Brot kann man die Verdauung verbessern, Blähungen und überschüssige Säure verhindern und auch gegen Verstopfung vorbeugen. Damit wird die Säureproduktion reduziert und die Darmfunktionen gefördert. Diese leckere Kombination wirkt leicht abführend. Es lohnt sich deshalb, eine Scheibe Brot mit dem köstlichen Öl zum Frühstück zu essen. Olivenöl enthält Polyphenole und wirkt entzündungshemmend. Es verbessert das Wohlbefinden und erhöht den Endorphinspiegel. Es ist gut verträglich, verbessert die Herzfunktionen und bremst die Zelloxidation. Deshalb fühlen wir uns damit wohl. Wenn du mit Energie und guter Laune in den Tag starten möchtest, zweifle nicht daran, eine Scheibe Brot mit diesem köstlichen Öl zu essen. Lesetipp 9 Verwendungsmöglichkeiten von Olivenöl in der Kosmetik. Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, ein leckeres mediterranes Brötchen zuzubereiten. Du kannst auch noch andere Zutaten dafür verwenden, die zusätzliche Nährstoffe liefern. Lesetipp Rezept ballaststoffreicher Smoothie zum Frühstück. Anschließend findest du verschiedene Vorschläge. Auf Salz solltest du bei diesen Rezepten lieber verzichten.